Oh, sieht hübsch aus. Hallo. Hallo. Sieht toll aus. Ja. Dankeschön. Ja. Ich bin die Julia, 20 Jahre alt, arbeite momentan als Verkäuferin und ab Oktober studiere ich Immobilienwirtschaft. Wow. Betreibe Kraftsport nebenbei und singe schon seitdem ich klein bin, produziere auch eigene Songs. Wow. Was machst du? Kraftsport? Ja, genau. Sie macht Kraftsport. Ihr jubelt über die eigenen Songs. Aber ja. Kraftsport. Ja. Kannst du uns irgendeine Übung vormachen, die wir mitmachen können mit dir? Also was machst du zum Aufgang? Vor dem Po. Komm. Okay, komm. Wir gehen einfach ganz nach unten, dann nach oben und den Po richtig zusammendrücken oben. Ja, richtig anspannen und dann wieder runter. Genau so. Wie oft muss man das machen, bis das was bringt? Bis es weh tut. Tut schon weh bei mir, tut schon weh. Okay. Okay. Super, macht ihr das. Klasse. Okay, na gut. Also das ist fürs Aufwärmen. Hat ein bisschen geholfen, oder nicht? Ja, ich merke das. Wenn man es öfter macht, auf jeden Fall. Danke für diese Übung. Hier sind zwei Menschen, die waren ganz begeistert, als du gesagt hast, du komponierst oder schreibst Songs. Ja, erzähl noch von deinen eigenen Songs. Also ich habe einen Kollegen, der ist Produzenten. Der hilft mir ein bisschen beim Songwriting, aber die besten Songs sind sowieso dann im Studio, wenn der Vibe auch da ist. Kannst du etwas a cappella machen? Einfach jetzt so? Ja, so, bam. Fühlt ziemlich fehl am Platz. Das Gefühl, man wird ausgelacht. Das Gefühl, nicht genug zu sein. Familie, Neubezug, Freunde gaben Halt. Die Geier kreisen, schon geht es sein Gut. Kein Segen da, sondern ein Fluch. Zu viel Stress immer, was soll man tun? Von dem ganzen Stress hab ich genug. Cool. Dachte man, es wichtig, doch das nur Schein. Hast du was da, dann bist du die Eins. Und hast du mal nichts, dann siehst du, wer bleibt. Die Familie holt dich raus und gibt Halt. Cool, Jule. Wow. Cool. Was für ein super Anfang schon. Danke. Geht das über dich? Ja, klar. Ja. Okay. Und singst du uns heute was Eigenes? Also, was hast du mitgebracht? Ich sing Break My Heart von Dua Lipa. Oh. Okay. Ja. Hast du schon viele Herzen gebrochen? Ja, einige. Aber meins wurde auch gebrochen. Deins wurde auch gebrochen. Okay. Ja. Dann brich uns jetzt das Herz nicht, sondern sing schön für uns. Toi, toi, toi. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I wouldn't know it, baby, I wouldn't stay at home. Cause I was doing better alone. But when you say hello, I know it was the end of it all. I shouldn't stay at home. Cause now that I'm letting you go, and I'm falling in love with the one that could break my heart. Oh no, I was doing better alone. But when you say hello, I know it was the end of it all. I shouldn't stay at home. Cause now that I'm letting you go, and I'm falling in love with the one that could break my heart. Das Dua Lipa-Lied war fast ein bisschen Karaoke. Kam mir fast so vor, als wenn dir der Text egal wäre. Und du hast nur so performt und schön getanzt und so. Als Produzent suche ich ja immer ein Original. Das ist jemand, wo die Leute sagen, ich will sein wie der. Das Lied, das du a cappella am Anfang selbst geschrieben, selbst gesungen hast, das warst du. Mhm. Das war für mich der Hammer. Das hat mich überzeugt. Das fand ich ganz toll. Danke, das freut mich. Ich sehe es lustigerweise genau andersrum. Ich bin froh, dass du Dua Lipa gesungen hast.
bei dem A Cappella-Stück war ich noch nicht so begeistert. Mhm. Du hast mich dann mit Dua Lipa mehr abgeholt. Da warst du dir deutlich sicherer. Natürlich hast du das auch besser vorbereitet. Was sagst du? Ich bin auch mehr begeistert bei das erste, das A Cappella. Weil dann höre ich echt dich. Auch textmäßig, da ist eine Tiefe in dir. Und die würde ich sehr gerne viel mehr spüren. Tobi. Für mich ist ein Ja. Du, Florian. Ich lege das in deine Hände. Für mich ist es ein Nein. Du kommst mit, du hast ein Ticket. Yes. Dann hast du zweimal Ja. Ein Glückwunsch, Recall, dein Recall-Ticket. Danke. Gib Gas, ja? Okay. Tobi, ich fand mein eigenes so toll, das hat ihn so berührt. Und von so jemandem das zu hören, das ist man echt stolz auf sich. Aber Showmaster Florian muss Julia im Recall am Ende der Sendung noch überzeugen. Ich bin im Recall! Ich glaube, wenn sie mehr reinguckt, was da ist, in echte Geschichten aus ihres Leben holt, dann können wir noch mal ein big surprise haben. Diese Kandidat ist eine Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wollt noch mehr Auftritte sehen? Ja, das kann natürlich. Schaut mal hier rein für unsere aktuellen Playlist. Werdet ihr ganze Folgen sehen, dann schaut mal hier rein auf RTL+.